für die Fragestellung bekommen. Frau Präsidentin, das war wahrscheinlich wieder der übliche Mikrotest, aber das soll auch passieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschenrechtslage in der Türkei ist dramatisch. Der neueste Bericht von Amnesty International belegt, mindestens 90.000 willkürliche Entlassungen hat es im Staatsdienst der Türkei gegeben, 40.000 willkürliche Verhaftungen. Und laut Spiegel stecken Hunderte von Journalistinnen und Journalisten in Gefängnissen, mehr als in China, Russland und dem Iran zusammen, unter ihnen der Weltkorrespondent Deniz Yücel. Das ist die dramatische Situation, die wir im Moment in der Türkei zu beobachten haben. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass es in den Jahren zwischen 2005 und 2010 durchaus Bemühungen der Demokratisierung in der Türkei gab. Sicherlich nicht nach den Standards, wie wir sie hier gern hätten, aber es gab eine Entwicklung. Und da war die Antwort der deutschen Bundesregierung eher, dass man einen privilegierten Rausschmiss oder eine privilegierte Nichtweiterverhandlung mit der Türkei suchte. Wir haben damals diese Bemühungen durchaus unterstützt. Und jetzt, als dieser Reformeifer zerstört wurde, sind viele enttäuscht. Und auch das führt dazu, dass Menschen Gehör finden wie Herr Erdogan, die die Demokratie mit Füßen treten und die Demokratie nicht weiter nach vorne stellen. Und ich will Ihnen an dieser Stelle, damit da auch kein Missverständnis aufkommt, das Referendum, was im April stattfindet, ist nicht das Ende eines Prozesses, sondern die Türkei ist bereits jetzt schon so, ich habe es ja eben beschrieben, Oppositionelle werden drangsaliert, und es ist ein erneuter Tiefpunkt, der dort stattfindet. Und wir haben einen Unrechtsstaat in der Türkei mit einem Operetten-Sultan an der Spitze, der die Gewaltenteilung bereits mit Füßen getreten hat. Der Rechtsstaat findet nicht mehr statt. Und selbst das Referendum muss man sich fragen, ob das überhaupt noch rechtsstaatlichen Gepflogenheiten und einer demokratischen Auseinandersetzung stattfindet. Ich finde nein. Und deswegen stellen wir uns heute hier so auf, wie wir es im Antrag beschrieben haben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde es schon sehr beschämend, dass die Kanzlerin erst aufwacht, nicht wenn die Menschen in die Knäste gehen, nicht wenn der Rechtsstaat mit Füßen getreten wird, sondern erst als Herr Erdogan die Kanzlerin selbst mit Nazi-Vergleichen über den Tisch zieht, erst dann wird die Kanzlerin wach. Das ist keine Situation, die wir hier in Deutschland akzeptieren sollten. Und ich will es. Und wir sollten uns noch einmal die Stellungnahmen der letzten Tage angucken. Wer sich mit dem Sprachgebrauch im Mittleren Osten auskennt, weiß, dass die Bezeichnung "ihr kämpft mit Hunden" die höchste Eskalationsstufe darstellt, die man sich vorstellen kann. Und Herr Erdogan sucht die Provokation. Er sucht die Provokation der Deutschen. Er sucht die Provokation mit Europa. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Menschen, dieser Herr Erdogan und die Ministerinnen und Minister der türkischen Regierung dürfen keinen Wahlkampf hier machen. Sie dürfen keinen Wahlkampf für die Durchsetzung der Autokratie machen. Das ist nicht Meinungsfreiheit. Das ist Geleitschutz für Despoten. Denn die Meinungsfreiheit schützt doch nicht die Staatsgewaltigen. Sie schützt die Bürgerinnen und Bürger vor dem Staat. Es ist das Grundrecht des kleinen Mannes, vor dem Staat geschützt werden und nicht andersrum, wie Herr Erdogan jetzt fälschlicherweise uns hier weismachen will. Und Herr Kollege Laschet, Sie haben ja Herrn Erdogan zur Persona non grata erklärt, auf dem Parteitag und verschiedenste Weise hinterher nochmal. Sie wollen aber nicht, das dokumentieren Sie nochmal im Antrag, dass das hier durchgesetzt wird. Professor Gusi hat in einem Gutachten für uns klargestellt, die Bundesregierung hat alle Mittel in der Hand, Herrn Erdogan und die Ministerinnen und Minister der Türkei vor einer Einreise, an einer Einreise zu hindern. Der Ball liegt eindeutig bei der Bundesregierung und auch das Bundesverfassungsgericht, Herr Kollege Körfges hat es ja angedeutet, hat in den letzten Tagen noch einmal sehr eindeutig darauf hingewiesen, entweder nach Völkerrecht oder auch nach den Einreisebestimmungen der Bundesrepublik Deutschland, ist zu fragen, warum kommst du hier, und dann kann man die Einreise auch verhindern. Der Ball liegt sehr eindeutig bei der Bundesregierung. Es ist doch auch absurd, vom Bezirksamt Köln-Porz zu verlangen, Nazi-Vergleiche zurückzuweisen und mit den baupolizeilichen Angehörigkeiten Außenpolitik zu machen. Da muss die Bundesregierung handeln, und das müssen wir hier heute auch erklären. Und was ich auch nicht in Ordnung finde, ist, Sie handeln nicht als Bundesregierung, und dann spalten Sie auch noch die Community. Es ist ekelhaft, muss ich sagen, wenn jetzt diejenigen auch noch alle zu Erdogan gefolgt Leuten erzählt, wie nur die Angst haben, die sich nicht äußern wollen. Ich war in Oberhausen bei der Demonstration, als Yildirim seine Show abgezogen hat. Und da waren Menschen, die mit uns demonstriert haben und gesagt haben, führt uns nicht vor die Kamera. Wir haben Angst, dass wir hier
Repression in Deutschland bekommen können. Und vor allem haben wir Angst, dass unsere Familien in der Türkei verhaftet werden, drangsaliert werden. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Bundesland muss eine klare Ansage machen, dass wir sowas hier nicht dulden. Wir wollen keine Bespitzelung, keine Verfolgung. Hier gelten unsere Regeln. Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und die Achtung vor der Würde des anderen, des Andersdenkens. Und deswegen fordere ich auch alle auf, die stimmberechtigt sind im April. Stimmt mit Nein. Nehmt den Menschen in der Türkei nicht das weg, was sie hier genießen können, nämlich Meinungsfreiheit, Rechtsstaat und Gewaltenteilung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie unserem Antrag zu. Schützen Sie die Menschen, die hier in Nordrhein-Westfalen leben. Denn darum geht es. Es ist auch eine innenpolitische Auseinandersetzung. Applaus